seit 2, 3, 4 Wochen kann ich ja zum Glück wieder mehr machen und jetzt bin ich wieder voll da und ich hoffe, dass ich der Mannschaft auch schnell helfen kann. Ja, ich war gestern beim Doc, habe nochmal ein Belastungs-EKG gemacht, was diesmal hervorragend war. Ich kann jetzt wieder alles voll mitmachen, bin sozusagen wieder bei 100%. Vom Herzen her noch nicht ganz 100% von der Leistungsfähigkeit, aber ich denke, das kommt in den nächsten Wochen und dann mit den Spielen natürlich auch. 10, 11 Wochen habe ich nur zugeschaut und es hat schon sehr weh getan. Vor allem freue ich mich auch wieder auf die Spiele im Stadion mit den eigenen Fans. In den letzten Wochen war ich ja selber ein Fan. Angefangen hat es ja dann mit der Corona-Infektion. Danach hätte man, so wie es die anderen jetzt gemacht haben, vielleicht doch mal eine kardiologische Untersuchung machen müssen. Da war der Ehrgeiz vielleicht damals vor dem Zwickau-Spiel ein bisschen zu groß, dass ich dann auch dann gleich die 90 oder 80 Minuten habe ich ja dann gespielt. Vielleicht war das halt nicht so optimal und nach dem zweiten Trainingstag hatte ich dann meine kardiologische Untersuchung. Und da kam dann raus, dass ich ein paar Herzrhythmusstörungen hatte. Wir mussten es dann abklären im MRT und da konnte man dann erkennen, dass es eine Herzbeutelentzündung ist. Hieß natürlich sofort Pause, gar nichts mehr machen, maximal mit den Kindern ein bisschen spazieren gehen. Mehr war dann leider nicht drin. Und so ging es jetzt die letzten 10 Wochen. Ich durfte dann hin und wieder mal laufen gehen, Maximalpuls 130. Jeder weiß ja, was es bedeutet, das ist ein schnelles Spazierengehen. Das war wirklich nicht so einfach für den Kopf, muss ich sagen. Vor allem, wenn man die Jungs ja gesehen hat, die dann topfit waren und ich ja, da ist der Körper so langsam ein bisschen zerfallen. Das war nicht so optimal, aber für den Kopf natürlich auch. Ja, ich habe letzte Woche ein paar Zusatzeinheiten gemacht, auch mit Tiffy. Und ich denke, da wird es noch die eine oder andere Einheit geben. Und die wird mich dann auf die 90-95% bringen, dass ich dann mir über die Spiele dann die 100% holen kann.